Ja, hi und willkommen, mein Name ist Andy RP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ich setze schon mal kurz auf Zepho, unseren absoluten Lieblingsplaneten. Und ja, wir erkunden da mal ein bisschen. Wir haben auf Organo alles gefunden, alles komplett abgeschlossen. Wir haben alle Sachen da gefunden, wir haben alle Geheimnisse gefunden, alle Truhen, wir haben alle Datenbanken da abgeschlossen. Also müssen wir gleich auch noch auf Zepho machen. Das wäre doch nicht schlecht, ne? Weiß, was wir noch finden. Ich kam nach Burgano, um einen alten Mann. Ich gehe mal kurz was trinken. Hallo auch dir. Wir müssen viel Zeit miteinander verbracht haben, ganz allein auf dem Planeten. Dann muss er direkt nach deiner Aktivierung gegangen sein. Erinnerst du dich daran, was Cordova als letztes zu dir sagte? Möge die Macht mit. Okay. Ah, das Lock für Kern. Sonst nicht? Ja, nichts über dich, ne? Ich bin wichtig. Ich bin der Hauptcharakter. Ich bin der Held dieser Geschichte. So, erkunden ist jetzt schön und gut auf Zepho, aber wo fangen wir denn da am besten an? Ich glaube, wir müssen den gesamten Planeten noch mal abklappern und der ist riesig. Also ja, also als wenn wir auf dem Weg dahin vielleicht noch ein Level abbekommen, um Machtregeneration und so zu bekommen, das wäre noch optimal. Dann sind wir hoffentlich erstmal so bedient, vielleicht noch hier und da ein Stimpack oder so, ein weiteres auf die Gefahr, dass wir überleveln, aber ich habe so das Gefühl, das wird sehr schwer möglich sein, nur auf diesem Spiel, diesen Schwierigkeitsgrad. Ich krieg nichts runter. Ich habe Bauchschmerzen, weißt du? Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Ich mache gutes Essen, bin auch mal Chef. Klingt, als würde der Job seinen Tribut fordern. Ja, kann sein. Als er mich hierfür angeheuert hat. Da war mir nicht so ganz klar, worauf ich mich einlasse. Ja. Sie erzählt nie wirklich alles. Willst du, dass wir was machen? Ich hab nie gefragt. Ich wollte auch nie wissen. Das war mein Mantra. Je weniger ich weiß, desto besser. Zumindest dachte ich das. Manches sollte man wissen. Ist schon okay. Wird schon werden. Hat meine Urgroßmutter immer gesagt. Legst du beim Wetten eine Pause ein? Eine lange Pause, Kerl. Es ist hart. Aber ich werde damit fertig. Ich habe uns in Gefahr gebracht und ich werde es doch wieder gut machen. Aber ich bin echt nicht der Einzige, der Probleme hat. Ach, wegen dieser Fehlergeschichte. Oder was? Ich kenne solche Kämpfe zur Genüge. Also, vielleicht nicht genauso, gar nicht genauso. Keine Macht- oder Rettungsmissionen. Aber meine alte Crew auf Lateron und ich hatten uns auch über das Imperium und unsere Heimat in der Wolle. Letztlich haben wir uns doch alle gegenseitig geholfen. Irgendwie. Wo sind sie? Ach, sie haben es nicht geschafft. Aber darum geht's nicht. Hey, Grease. Und? Hast du alte Zepho-Schätze ausgegraben? Nein, wir sind doch keine Grabräuber. Aber... Sind wir nicht? Anderes. Ein abgestürzter Venator der Republik. Wow, ein Venator? Diese Dinger sind ganz schön massiv. Nicht leicht runterzuholen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es war ein Jedi mit seinem Padawan an Bord. Ein Jedi? Ah, weckt bestimmte Erinnerungen. Ja, und ich kann Erinnerungen hören, also. Der Orden nur so blind gewesen sein. Droide, behalte den Kleinen im Auge. Gibt's Aktivitäten? Wir müssen vorsichtig sein. Das Imperium ist immer noch auf Zepho. Die zweite Schwester macht mir mehr Sorgen als die Sturmtruppen. Ich muss zugeben, mir geht's ganz genauso. Triller war schon in jungen Jahren sehr klug. Deshalb habe ich sie auch zu meinem Padawan gemacht. Ja. Ich habe viel von euch gelernt. Als ich ein Sucher war, bin ich von Planet zu Planet durch die Galaxis gereist, um Jedi zu finden. Ich habe viele faszinierende Orte gesehen, verrückte Personen getroffen und viel gelernt, was ich dann Thriller beigebracht habe. Die perfekte Inquisitorin. Unglücklicherweise ja. Darum hat der Imperator sie auch beauftragt. Seher. Du hast den Sturm überstanden. Lass mich raten. Das gilt leider nicht für die anderen, die hier. Der Orden hat gesehen, oh, die ist voll mächtig und so. Da haben sie gedacht, nee, nee, so geht das aber nicht. Ja, die gedacht, boah, nee. Das muss während der Klonkriege passiert sein.
glaube, an Bord waren ein Jedi und sein Padawan. Und? Ich habe nicht alles durchsucht, aber... Ach ja, hier ist ja auch noch so ein Boss. Fällt mir gerade ein. Aber egal. Wenn solch ein Schiff einen von uns an Bord hat. Das Imperium ist hier. Unsere Mission bleibt die gleiche, egal was ihr abfangt. Wir können uns trotzdem vorbereiten, Kerl. Ich weiß, was da ist. Ich habe gekämpft. Ich schaffe das. Ich finde das Holocron. Filler wird es beobachten. Wir müssen zuerst dort sein. Und dann wird sie dich ärgern. Die Mission gefährdet. Aber ich habe dieselben Fehler gemacht. Nicht jetzt, Herr. Ich konzentriere mich. Okay. Hör gerade auf. Ich muss mich. Hier weiter. Passt aufeinander auf. Ich wollte schon sagen. Wir müssen uns aber wieder anders kleiden. Wir haben gar keine Klamotten bekommen, merke ich gerade. So, natürlich finde ich sie am besten aus bisher. Das weiß-grüne. Wenn schwarz-grüner noch irgendwo dabei ist, dann ist vorbei. Nehmen wir den. BD1, du. Na. Da. Ja, und die Mantis, die kann. That's Pod Racing. Ne, Quatsch. Das sind die Naboo Fighter, glaube ich. Ja. Na, lass mich raten. Die war voll irgendwie geschickt, die Thriller. Und ja. Hat der Orden gesagt, nee, da müssen wir ein bisschen zurückgreifen, irgendwie die Handbremse anziehen. Und ja, da ist mir noch nie aufgefallen, aber ich weiß nicht. Ich habe mir ja den Star Wars Film ja angeguckt, den neuen, und ich habe den Vegas mal darauf angesprochen. Ich habe mir mit denen den Film angeguckt und da ist mir halt irgendwie zum ersten Mal so richtig aufgefallen, ey, warum die dunkle Seite so stärker wirkt, weil die Jedi ja so viele Gesetze und Regeln und so haben. Und ja, du lebst dein ganzes Leben lang nach diesen Regeln. Dann kommt auf einmal so ein Sith-Lord, sagt dir, hör mal, du willst das machen? Puh, kannst du machen. Hier auf der dunklen Seite gibt es nicht so viele Regeln, weißt du? Und ja, deswegen, die dunkle Seite ist jetzt nicht wirklich stärker, aber man hat so das Gefühl, stärker zu werden, weil man freier ist irgendwie. So, okay, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen hier geradeaus. Und das ist mir, das stimmt eigentlich, das ist mir noch nie so aufgefallen, als es mir jetzt hier vor mir nicht irgendwie so erklärt wurde auf diese Weise. Aber ja, stimmt. Da kommt mal her. So. Kann vielleicht auch nicht schaden, durch den ganzen Planeten hier nochmal durchzurennen. Einfach nur. Jetzt geben Sie aber Gas. Seid ihr um Grease sicher? Kümmere du dich um die Mission. Ich halte uns von ihrem Radar fern. Das wird schon. Okay. Wie bist du denn lang? So, wie gesagt, kann jetzt vielleicht nicht schaden, hier nochmal durch den ganzen Planeten zu rennen. Wer weiß, vielleicht finde ich ja irgendwie was Scannbares oder so, was ich übersehen habe. Guck mal, wie einfach das jetzt ist, hier durchzurennen, ey. Ist doch noch, als wir Probleme hatten, ey. Jetzt mache ich mehr Schaden. Ich nehme an, das wirkt sich auch auf die Ausdauer aus, ne? Boah, ich weiß noch, wie ich jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Schuss abgeblockt habe, ne? Ich dann irgendwie aufgehört habe, blocken zu drücken, ne? Und dann vom zweiten Schuss oder so getroffen wurde. Also solche Kleinigkeiten immer. Oh, habe ich schon. So. Jetzt steht hier einer. Oder da. Das meine ich eigentlich nicht. Ja, und da ist eine Klippe, genau. Da kann ich nicht. Oh, da kannst du so hochklettern, habe ich nie gesehen irgendwie. So. Ja, mal hier rein. Mal ausruhen, die paar P.
Und ja, also hier wird, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, nicht viel storymäßig passieren. So. Aber ich werde trotzdem noch mal hier überall durchrennen. Na gut, es so kompliziert ist Sefo jetzt nicht aufgebaut. Ist nicht so kompliziert aufgebaut wie Kashyyyk, finde ich, aber nur da ist schon das erste, was uns fehlt irgendwo. So, weiß ich nicht. So verirren werde ich mich jetzt hoffentlich nicht. Aber wir sind ja noch am Anfang des Parts. Da kann ja noch viel passieren. Boah, da unten ist er gelandet, habt ihr gesehen? Oh, hier kommt noch eine, ne? So. Und hier fehlt irgendwo was. Da ist noch bis hier irgendwie, bis hier, alles klar. So, da kommt wieder dieses eine Ding. Boom. Ich hab gesagt, boom. Aua. Hey, ungefähr ich nah dran zu Falken, habe ich so ein Gefühl. Ich habe noch L1 gedrückt gehalten. Kollege. Ach, jetzt weiß ich, was jetzt kommt. Diese eine Stelle. Der gleiche wie vorhin. Schieß mal auf mich bitte. Warte, ich habe keine Macht, gar nichts. Der hat gleich Angriffe drauf, ne? Pass auf. Das ist unfair. Kommt schon, boah. Ey. Komm schon, das ist jetzt unfair gewesen. Ey. Ich steck da voll fest. Okay. Gut, dann müssen wir den wohl erledigen, habe ich so Gefühl. Gut, kein Problem. Wissen wir ja, wenn ich jetzt nicht so viel Macht und so verbrauche auf dem Weg dahin. Aber blöd ist der Weg dahin, ist schon wieder so nervig. Okay. Alter. So, vor allem da ist noch das Gebiet, wo ich da erkunden muss. Also ja. Ich hab so eine Idee, wie ich den leichter erledigen kann. Weil ich hab dann Viech. Ich bin aus dem Weg. Au, was? Na, erst einmal muss ich dich ignorieren. Oh, was? Okay, ich war schon. Oh, da ist jetzt nicht gut. Okay. So. Gut, ich habe jetzt Machtschub. Na, oh, er schießt natürlich wieder nicht auf mich. So. Erstmal dich erledigen, danke.
Das war. Ja. Sehr gut. Ey, zum Glück bin ich jetzt nicht an dem einen Typen verreckt, ne? Hätte ja bedeutet, ich hätte meine Dinger gar nicht zurückkriegen können. So. Da oben sieht irgendwie aus, als wäre was. Ja, das ist ein Speicherpunkt. Ja. Hätte vielleicht erstmal bis hierhin durchkämpfen müssen, ne? So ein Gefühl. So, irgendwo ist noch ein Geheimnis, das darf ich nicht vergessen. So, na, das war zum Scannen. Ich kann mich gar nicht an den Schwächpunkt erinnern, ne? Ja, ne, ich glaube, ich habe den Schwächpunkt gar nicht aktiviert beim ersten Mal, als ich hier durchgegangen bin. Weil ich mich so beschwert habe hier, weil ich immer den ganzen Weg hier zurücklaufen musste, wenn ich frei bin. Stimmt, ich glaube, den habe ich nie gesehen vorher. Dreck. Warum hat mir niemand Bescheid gesagt? Diese Tür bewegt sich nicht. Aber ich habe ja, ich weiß schon. Ich will keine Hilfe. So, ich sehe jetzt nicht. Gott, ich sehe gerade, was ich hier machen muss, ey. So, ich sehe jetzt hier irgendwie nicht da oben, nehme ich an. Ja, was ist jetzt hier? Hm. Da. Ah. Ah, Dreck. So gut, dass wenn ich nicht im Kampf bin, das war ich. Oh, guck mal hier. Noch eine Lebensessenz, gut. Sie waren irgendwie unruhig. Mussten ihre Lekte finden. Hm. Das ist eine etwas doofe Abkürzung. Bringt da einen irgendwie nichts. So, ja, mal alles gut. Gut, dann gehen wir weiter. Das ist diese Rutsche, genau. Ja, ich meine, ich habe den Speicherpunkt gar nicht aktiviert beim ersten Mal. Wenn ich noch weiß, wie ich mich darüber aufgeregt habe. Ich immer so einen langen Weg gehen musste, ja. Hi. Oh, ich sehe gerade das Raketenwerfer. Oh Gott. Boom. Boom. Okay, fand ich gut, dass du einfach so gewartet hast. Das war richtig nett von dir. So. So, wer kam ich? Da muss ich runter. Hier ist irgendwas Neues. Neues, etwas nicht erfunden ist. So, das sieht doch irgendwie aus, als könnte ich jetzt hier so. Ich wollte schon sagen. Hätte man auch so irgendwie zurückgehen können früher. So, hey, waren ja nicht Stumpfler sonst immer? Oh, was? Jetzt seid ihr gespawnt, ehrlich? So.
Hey! Kollegen! So, ich weiß, was ich jetzt mache, wenn ich... Ich weiß genau, was ich jetzt mache, wenn die irgendwie wieder zu weit weg sind und irgendwie einen Rückwärtsschritt oder so machen. Ah, guck mal. Ja. Danke. Ah, das habe ich nämlich auch schon vorher entdeckt, das Teil, ja, aber... Ich habe nicht gewusst, wie man da hinkommt. Cool. Ja, lohnt sich schon, den ganzen Planeten ja noch mal abzugrasen. Da hat jetzt irgendwie nichts gemacht. 95% erkundet. Ding ist irgendwie so ein blauem Glänzen, aber das ist, glaube ich, nichts, ne? Ist hier irgendwo weit noch? Da. Schon beinahe verpasst hier. Musst du doch. Wenn ich diesen Party einfach nur als eine Abkürzung gepackt haben. Wo bist du? Wir können nicht länger warten. Tut mir leid. So. Der Tor fehlt mir ja noch. Ja, und ich glaube, ich weiß auch vielleicht wo. Warte ich dann nicht schon Machtschub? Ja, ne? Gott. So, jetzt kommen die Typen hier und ich müsste jetzt vielleicht ein Level abkriegen. Geh zum Angriff über. Boom. Ja, durch die kann, bei denen kann ich jetzt einfach nur Button mashen und die sind weg. Und dieser eine Typ da hinten macht mich nervös. Ja, genau deswegen. Einfach gedrückt halten. Dann mache ich noch so einen weiteren Angriff. Das ist richtig gut. Dann mache ich jetzt einfach immer, wenn die irgendwie so einen Rückwärtsschritt machen oder ich die mit einer komme und ich kaputt kriege. Und dann geht mein Angriff nicht weiter. Fähigkeitspunkte halten. Gut. So. Da unten ist was Rotes geblockt. Das kann ich den Plan immer noch nicht komplett abschließen. So, eine Truhe fehlt ja noch irgendwo. Ich würde schon so ein bisschen raten, die da drin ist, aber weiß man dann nicht. Erst einmal wo ich mir mein Stim Upgrade, was hoffentlich das Leben ein bisschen einfacher machen wird, ne? So, die Kraft der Freundschaft, das ist irgendwie broken, habe ich so ein Gefühl. So, jetzt kann ich meine Macht auch ein bisschen ja verballern wie blöde. Das ist doch auch nicht schlecht. Hoffentlich bist du bereit. So, au! Du Pisser! Mach das nochmal, ja. Das ist alles zurückhaben, ey. So, das Ding. Ich glaube, da bin ich noch nie hochgegangen, ne? Stimmt. Haha, okay, da ist wahrscheinlich die letzte Truhe, ne? Oder auch nicht. Hi. Ich hab gesagt, da komm hier rüber, du Stück.
Truhe. 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 Da unten ist einer. Boah, ich habe so einen Drang, den anzuspringen irgendwie, aber... Ich gehe einfach hier runter erstmal. Hi. Ich will gar nicht so viele leveln, aber wenn ich das nicht mache, dann kommen die mir in die ganze Zeit im Weg. Das ist nervig. Jetzt komme ich da unten raus, ne? Ist da eine Tür oder auch nicht? Keine Ahnung. Weiß überhaupt, mein Lichtschwert ist gerade los gewesen. Da war noch an, während ich war. Mir gar nicht aufgefallen. Da war noch an, während das da mein Gürtel war. Hey. Jetzt hier, ja, ne. So, boah, wo ist die letzte Truhe jetzt? Hier irgendwo runter jumpen. Ja, irgendwo hier. Aber die Rutsche da oben, die zählt auch noch. Ich habe schon alles erkundet. Das heißt, das muss irgendwo sein, wo ich schon was gesehen habe, ne? Aber ich werde natürlich hier ausschneiden, wenn ich zu sehr am Rumirren bin. Gott. Aber möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde schon hier gerne vieles so finden. Oh, hallo. Da ist die Truhe. Cool. Das brauchen wir. Tun wir das irgendwie nicht? Da war wirklich was drin. Neue Mantellackierung, Söldner. Ja. Ich stehe auf Söldner. Allgemein überall. So, alles klar. Das heißt, hier haben wir auch alles. Was ist das denn hier? Imperiales Hauptquartier. Was war das denn nochmal hier? Ach, das war hier, alles klar, vom Tempel aus, dieser Aufzug, genau. So, da unten sind noch ganz viele grüne Sachen. Absturzstelle, das... Warte mal, was? Ach, da sind wir, alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen dahin als nächstes, ne? Wenn ich jetzt erstmal wüsste, wie man da hinkommt, dann ist wieder... Boah, Pulverisatoren. Oder wir gehen dahin als nächstes. Boah, bis ich da wieder... Alles klar, ich laufe einfach hier herum. Irgendwann werde ich schon irgendwie einen Ort finden. Wenn wir schon was Neues hier finden. So, nicht da runter rutschen.
Da komme ich dann dahin und da komme ich dann dahin. Alles klar. Dann mal auf dahin. Hui. So. Ha, ehrlich. Nicht gut, nicht gut. So, okay, jetzt ist gut. Ach, komm schon, ey. Okay. Oh, ist das nervig, ey. Ich überlege gerade, ob ich hier den Schnitt machen soll, aber da müssen wir schon wieder hier so oft durchrennen, ne? Würde ich mal hier einen Schnitt. Ja, jetzt in Folge machen wir weiter mit der Erkundung von Bogano. Sepho. Ich habe jetzt hier auf meinem PC Bogano gelesen, deswegen also nicht, jetzt abgelenkt. Und ja. Was soll ich noch ein bisschen? Ich spiele noch ein ganz kleines bisschen. Wir wenigstens dieses eine Geheimnis noch finden. So, ja, und wir sind ja locker hier wieder. So. Nein, den muss ich erledigen. Danke für angreifen. Ja, so. Oh, habe ich nicht gesehen, dass du rot warst. Du, guck nicht so blöd. Da, da. Von diese blöden Ratten, ey. Alter. Guck dich alleine an. Kann ich einen Stim kriegen, BD? Hey. So, wie wär's mal, wenn man hier irgendwo Licht anmachen könnte? So, ach, ich weiß, wo jetzt gleich sind. Oh. Piss dich. Sie konnten dich nicht besiegen. Ich kann es. Oh Gott. Na, oh, ehrlich. Stimmt, BD? Gute Arbeit. So. Okay, hier fehlt noch was, ne? So, hier diese Todesgebiet. Oh, und ich sehe da oben schon auch. So, komm ich da so hin? Nee. Nach, da muss ich nach links. Wie habe ich denn das verpasst? Bitte schön. Warte mal. Ah, ich kann es den einfach machen. So, Moment mal. Ah, ich kann einfach hier so runter. Ah, ehrlich? Komm da runter. Heraus, boah. Ja, jetzt kommt er direkt raus, das ist klar. So, geheimes Echo Ort. Oh, jetzt noch so eine Lebensessenz, das wäre jetzt grandios. Die du nicht liefern kannst. Du kannst gehen. Okay, ich glaube, da unten war ein Speicherpunkt, das wäre dann noch ein guter Schnitt, finde ich. Hi. YOLO. Ich glaube, da würde ich auch so irgendwie hoch schaffen, ne? So, haben wir jetzt hier alles, ja. So, warte mal, da ist noch so eine Rutsche. Nee, glaube ich nicht. Oder doch, keine Ahnung. Und wir müssen aber sowieso da lang, also gut. Und jetzt ein Speicherpunkt, gut. Lass ich mal hier einen Schnitt. Das war relativ
erfolgreich vom Erkunden her. Und ja, ich sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, dann hat es doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und in der nächsten Folge erkunden wir weiter sehr froh, ne? Dankeschön und tschüss.